Hallo und herzlich willkommen im Wald auf der kritischen Themen. Ansprechbank, kritisches Thema heute. Wie lange würde ein Ben brauchen, wenn man ihn in den Wald legt da hinten und wartet, bis er verhungert ist? Vorausgesetzt, er hat genug zu trinken und ja, unter dieser Annahme, wie lange würde der Ben da möglicherweise rumliegen und vor sich hin verhungern? Und dafür, und das ist deswegen ein kritisches Thema, weil wir dafür wissen müssen, was der Ben denn für ein Körpergewicht und für einen Körperfettanteil hat, weil sonst können wir das nicht berechnen. Schön wäre es noch zu wissen, was für einen Anteil die Muskulatur am Gesamt-Ben ausmacht. Das weiß der Ben aber nicht, beziehungsweise das kann ich jetzt ohne ärztliche Hilfe echt nicht feststellen. Auch der Wert für den Körperfettanteil, den man ohne so eine Körperfettanalysewaage ermitteln kann, und sowas besitze ich nicht, ich bin ja schließlich keine Frau. Und ich kenne auch gerade keine Frau, die sowas hat. Egal. Jedenfalls der Wert, den man ohne so ein Ding feststellen kann, ist nicht besonders verlässlich. Ja. So viel erstmal dazu. Das zweite, was man dann noch braucht, ist der Kaloriengrundumsatz, den man hat. Den kann man sich ebenfalls in einem praktischen Tool im Internet, ich zeige euch das gleich mal schnell, errechnen lassen, indem man da auch wieder sein Körpergewicht, sein Geschlecht, seine Körpergröße und ich glaube, das war es auch schon, eingeben muss. Und dann sagt er einem, was man so ungefähr für einen Kaloriengrundumsatz hat. Um es mal vorwegzunehmen, in meinem Fall sind das 2200 Kalorien, wenn ich mit meinem aktuellen Gewicht in der Ecke liege und nichts tue. Also wirklich mich quasi gar nicht bewege und wirklich nur sitze, gemütlich sitze, also so sofaartig. Das ist natürlich unrealistisch. In Wahrheit ist es natürlich immer noch ein bisschen mehr und man kann dann ungefähr den doppelten Grundumsatz rechnen, wenn man so auf Outdoor-Tour unterwegs ist und da wirklich arbeitet im Wald und Hütte baut und Löcher gräbt und Nahrung sammelt oder irgendwie sonst was. Ungefähr so den doppelten Satz. Es kann sogar noch mal mehr als das Doppelte sein, wenn man so richtig heftig unterwegs ist, also im Hochgebirge irgendwie die Berge hochsteigt, vor irgendwas flüchtet und die ganze Zeit am Rennen ist. Aber zum Beispiel ein Tag, in dem man 8 Stunden geht, gemütlich und wirklich guckt, dass man ökonomisch durch die Gegend kommt, ohne sich zu überfordern. Da wäre dann so eine ungefähr eine Verdopplung ganz angemessen und auch bei so Lagerbauaktivitäten auch ungefähr die Verdopplung des Grundumsatzes. In meinem Fall wären das dann so 4.400 Kalorien, die ich am Tag dann verbrauchen würde. Das ist gut, wenn ich irgendwann mal abnehmen will, will ich ja eigentlich häufiger, und es ist so anstrengend. Das ist weniger gut, wenn ich darauf angewiesen bin, mit meinem Energiehaushalt irgendwie klarzukommen. Und da ist man dann natürlich von Vorteil, ist es echt von Vorteil, wenn man ein kleiner Mensch ist. Ich bin 1,89 Meter, also nicht so ganz klein. Weil als kleiner Mensch hat man einfach da, ist wirklich einfacher, weil wenn ich eine Eichel finde, dann deckt die meinen Energiebedarf mal überhaupt nicht. Wenn ein 1,50 Meter Mensch, das gibt's ja auch, eine Eichel findet, dann ist dem da schon echt ein bisschen was mit geholfen. Also von daher ist es in so Outdoor-Situationen, in denen man Nahrung suchen muss, jetzt nicht unbedingt von Vorteil groß und stark. In Anführungszeichen, ich würde mich jetzt nicht wirklich als stark bezeichnen, aber sowas in der Richtung zumindest zu sein, ist jetzt nichts Gutes eigentlich. Gut, wir kauen das Ganze jetzt mal an meinem Beispiel durch und rechnen dann das alles so mal relativ genau aus, wie lange denn ich rumliegen könnte oder aktiv sein könnte, ohne dass ich verhungere, beziehungsweise das viel wichtiger ist, ab wann kommt denn der Punkt, wo ich damit zu rechnen hätte, dass ich saft- und kraftlos werde, weil ich wohl zwar noch ein bisschen Fett habe, aber mir das Zeug, um das Fett zu verbrennen, alle geht. Aber dazu kommen wir dann gleich. Und das Erste, was wir dazu wissen müssen, ist ja erstmal, wie groß ich bin. 1,89 Meter, haben wir jetzt gerade gesagt. Dann müssen wir noch wissen, wie viel ich wiege. Dreistellig, so gerade eben. Aber mit Hut. Ohne Hut ist es weniger. Nein, also ich wiege tatsächlich 100 Kilo. Ganz genau, also heute Mittag gemessen, morgens ist es ein bisschen weniger. Egal, das nehmen wir jetzt einfach mal, damit ist gut zu rechnen. Und dann können wir anhand dieser Daten, die wir da haben, jetzt mal meinen Kaloriengrundumsatz ausrechnen. Den habe ich euch jetzt schon verraten, 2200. Das deckt sich mit, ich habe da verschiedene Kalorienrechner ausprobiert, die sagen alle ungefähr das Gleiche. Der zugrunde liegende Rechenalgorithmus ist überall mehr oder weniger dasselbe. Aber ich zeige euch jetzt trotzdem mal schnell einen, mit dem ihr das machen könnt. Dazu müssen wir jetzt leider hier ein Produkt technischer Art und Weise verwenden. Ja, und so wirklich toll sieht man das jetzt nicht, aber das muss euch jetzt leider reichen. Also guckt mal, ihr geht hier mal auf fettrechner.de,
und ignoriert die ganzen anderen Tabs, die ich hier so offen habe. Ich hoffe, es ist nichts Peinliches dabei. Ich glaube nicht. Und dann findet ihr hier diesen Rechner und da müsst ihr einfach eure gesamten Daten eingeben. Heißt, ihr seid nicht weiblich, ihr seid männlich, ihr wiegt XY Kilo, und seid so und so alt und so groß und gebt ihr am besten einfach mal ohne Bewegung ein. Dann habt ihr die besten Vergleichsmöglichkeiten und ihr seht hier ja aufgeführt die Multiplikationsfaktoren für entsprechend mehr Bewegung. Das könnt ihr euch dann selber ausrechnen, dann braucht ihr diesen Rechner eigentlich nicht mehr zu. Probiert das mal aus, dann wisst ihr, was ihr von Grundaufsatz, Umsatz habt. Und um das jetzt zu machen, habe ich 2200, weil ich das halt eben schon vorher mal gemacht habe. Ja, dann gibt es sowas auch fürs Körperfett. Da müsst ihr dann auf gleich der gleichen Seite einfach hier unten irgendwo gucken. Da steht dann Körperfettrechner. Das war gerade eine E-Mail, peinlich, peinlich. Bestimmt irgendein Kommentar von euch. Ihr seid schuld, dass ich dauernd E-Mails krieg. Wie auch immer, jedenfalls da dann auch die entsprechenden Daten eingeben und dafür braucht ihr ein Bandmaß, denn ihr braucht euren Halsumfang, Taillenumfang und Hüftumfang und müsst dann wieder euer Geschlecht und euer Alter eingeben und eben wie schwer ihr seid und wie groß ihr seid und dann kriegt ihr raus, ihr habt so und so viel Prozent Körperfett und in meinem Fall sind das 22,1. Ich erinnere mich, ich war mal noch als ganz junger Kerl meine Zeit lang im Fitnessstudio. Ja, ich wollte Frauen beeindrucken. Und da hatte ich dann irgendwann mal 9% Körperfett. Lang ist's her. So, wir wissen jetzt also, Ben ist 1,89. Ben wiegt 100 Kilo, Ben hat einen Körperfettanteil von 22% und Ben hat einen Grundumsatz von 2200 Kalorien am Tag, wenn er sich nicht bewegt. Damit können wir jetzt ausrechnen, das dürfte jetzt nicht sonderlich schwer fallen, dass der Ben an seinem, seinem Gerippe 22 Kilo Fett mit sich rumschleppt. Also das ist ein ordentlicher Rucksack, wenn man das als Rucksack umrechnen würde. Wobei sein komplettes Fettgewebe extern als Rucksack mit sich herumzuschleppen, wäre auch keine gute Idee, da würde man ganz schön frieren. Aber wie dem auch sei, das ist jetzt halt mal so, dass ich jetzt diese 22 Kilo Fett zur Verfügung habe. Als nächstes müssen wir jetzt wissen, wie viel Brennwert kriegt man denn jetzt aus seinem körpereigenen Fett und das sind nach langläufiger Meinung, da habe ich viel im Internet rumgesucht, weil ich ja kein Ernährungswissenschaftler bin und hoffe aber doch, dass da sich ja fast alle einig zu sein scheinen, dass 7000 Kalorien pro Kilo wohl ein realistischer Wert sind, dass das auch stimmt und das erklärt sich folgendermaßen, zwar hat Fett eigentlich einen höheren Brennwert als 7000 Kalorien pro Kilo, nämlich, ich glaube sogar 9000 Kalorien pro Kilo, beziehungsweise 9 Gramm pro Gramm, also 9 Kalorien pro Gramm Fett. Das hilft einem aber jetzt nicht so viel weiter, weil das körpereigene Fett ja noch einen Haufen Wasser enthält. Also in den Fettzellen ist auch noch viel Wasser eingelagert. Sprich, also so ein Batzen Speck, den wir halt so im Körper haben, liefert uns nur 7000 Kalorien. Also heißt, wenn wir ein Kilo abgenommen haben an Fett, dann haben wir 7000 Kalorien verbraucht. Das habe ich jetzt auf 17 verschiedene Art und Weise gesagt, das hat jetzt hoffentlich jeder begriffen. Das heißt, beim Grundumsatz von 2200 Kalorien, den ich am Tag habe, dass ich so mit einem Kilo Fett ungefähr 3 Tage auskommen würde. So ganz, ganz ungefähr so. Und ein bisschen, 3 Tage und ein bisschen mehr, weil das wären ja dann 6600 Kalorien, dann hätte ich quasi noch 400 übrig. Damit könnt ihr euch jetzt quasi ausrechnen, ihr habt 22 Kilo, a 7000 Kalorien, also 7 mal 22, was dann da ist, 140.000 und nochmal 2 mal 154.000 bilde ich mir ein, Kalorien, ja, ungefähr, Taschenrechner. Stimmt sogar, also 174.000 Kalorien und jetzt brauche ich pro Tag 2200 davon, also machen wir durch 2200 und kriegen 70 Tage ganz genau, ich bin ein schönes Rechenbeispiel. So.
an sich ist das ja schon mal ganz cool. Dann wissen wir jetzt, dass der Ben 70 Tage lang braucht, um seinen Speckvorrat beim in der Gegend rumliegen zu verbrauchen. Heißt, der überlebt erstmal schon eine ganze Weile. Jetzt sind die 70 Tage aber immer noch nicht genug. Sprich, es ist noch länger. Denn das geht ja davon aus, diese Rechnung, dass ich die ganze Zeit, die ich da liege, 2200 Kalorien am Tag verbrauche. Und das ist ja nicht der Fall, weil ich ja jeden Tag um rund 300 irgendwas Gramm abnehme. Also 300 und ein ganz paar zerquetschte genau genommen. 305 oder was das waren, ich habe jetzt genaue Zahlen nicht im Kopf. Könnt ihr ja selber ausrechnen. So viel Mathematik traue ich euch zu. Heißt im Klartext, ich werde ja immer leichter und damit sinkt dann auch mein Kaloriengrundumsatz. Und zwar, wenn ich nur noch 90 Kilo wiege, dann brauche ich bloß noch 2050 Kalorien am Tag. Und wenn ich nur noch 80 wiege, dann brauche ich bloß noch 1900 Kalorien am Tag. Und wenn ich noch weniger wiege, dann habe ich eigentlich schon quasi fast kein Körperfett mehr. Aber ich habe es jetzt für alle paar Tage mal das neue Gewicht ausgerechnet und dann also alle 5, um genau zu sein. Und da kommt man dann drauf, dass man dann nochmal 5-6 Tage, je nachdem wie viel halt insgesamt an Speck vorhanden ist. Bei mir waren es glaube ich 5, aufgerundet 6 Tage nochmal extra. Also 76 Tage würde ich dann durchhalten ohne, also allein vom Speckgehalt, den ich so mit mir rumschleppe. Gut. Jetzt haben wir das soweit durchgerechnet. Jetzt gibt es neben dem Fett ja noch was anderes, was wir haben, was wir verbrennen können, um am Leben zu bleiben, nämlich das Eiweiß. Das steckt im Wesentlichen in der Muskulatur. Man könnte also sagen, man verbraucht seine Muskulatur, sein Muskelgewebe, denn das ist auch nicht lebensnotwendig. Man kann jetzt nicht anfangen, seine Organe zu verdauen, dann ist man tot. Aber Muskulatur kann man verdauen, dann kann man sich zwar nicht mehr großartig bewegen, aber man bleibt zumindest am Leben. Und liegt dann halt eben hilflos in der Gegend rum und kann dann noch hoffen, dass man gerettet wird. Dass das keine gute Idee ist, dürfte vielleicht, glaube ich, jedem klar sein, der mal drüber nachgedacht hat, dass es, wie das so ist, wenn man so mitten in der Pampa liegt und sich nicht mehr bewegen kann, gar nicht mehr so quasi. Das ist natürlich was anderes, wenn man sich das Bein gebrochen hat oder ähnliches. Dann bleibt einem schließlich nichts anderes übrig. Oder man erschießt sich gleich, dann hat man nichts zu schießen, dann nimmt man halt das Messer. Das geht natürlich. Aber egal, Tatsache ist, das wäre blöde. Daher sollte man vermeiden, dass man die Protein, also Eiweißquelle der Muskulatur, anzapft als Energiespeicher. Heißt, man sollte nach Möglichkeit wirklich nur von so einer Fettreserve zu leben versuchen. Und das ist jetzt nun wahnsinnig schwierig und damit kommen wir zu einem großen Knackpunkt des Ganzen. Merksatz der Marathonläufer lautet: Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Sprich, es ist wirklich so, dass man, um seine Körperfett verbrauchen zu können, immer noch einen gewissen Blutzuckerspiegel braucht. Beziehungsweise man muss noch ein gewisses Maß an Zucker in der Muskulatur haben, damit die eine Grundversorgung mit schnell verfügbarer Energie hat, damit man überhaupt Fett verbrauchen kann, effizient. Und davon seinen Energiespiegel halt eben oben halten kann und damit funktionieren kann, arbeiten kann, sich fortbewegen kann und halt das so machen kann, was einen möglicherweise am Leben erhält. Wenn es anfängt zu regnen, kann man sich ein Dach bauen beispielsweise. Wenn einem das Holz ausgeht, kann man Neues suchen. Und das ist jetzt das Wesentliche, man hat auch die Option, dann doch noch eben ein bisschen nach Nahrung zu suchen. Denn dieses bisschen an Nahrung ist der wesentliche Unterschied eben zwischen man baut seine Substanz ab und man baut seine Substanz, Muskelsubstanz eben nicht ab, sondern nur Fett. Denn wenn man genug Kohlenhydrate hat, kann man tatsächlich von seinem Fettvorrat, wir haben es ja eben durchgerechnet, 70 Tage allein und noch ein bisschen mehr in meinem Beispiel, rein vom Fettvorrat leben und in 70 Tagen kann echt viel passieren. Nur sollte man halt innerhalb dieser 70 Tage... Ja, innerhalb der besagten 70 Tage sollte man dann halt eben unbedingt vermeiden, dass man dabei seine ganze Muskulatur verliert, weil sonst kann man eben nichts mehr machen. Wenn dann ein Sturzflug den Berg runterkommt, ist man nicht mal mehr in der Lage wegzulaufen. Gut, wenn es ein Sturzflug ist, sturzflutartige Regenströme, die den Berg runterkommen sind, dann ist es wahrscheinlich eh zu spät zum Weglaufen, aber ihr wisst, was ich meine. Der Tiger von mir aus, dann könnt ihr dem Tiger nicht mehr weglaufen, geht übrigens auch. Der Bär, oh, der ist auch zu schnell. Wildsau, auch zu schnell. Kaninchen, ja.
Also ihr könntet dem Kaninchen immer noch weglaufen. Ist auch zu schnell wahrscheinlich. Eich? Nee, auch zu schnell. Eine Maus! Ja! Wenn ihr Angst vor Mäusen habt, könnt ihr einer Maus weglaufen. Jetzt haben wir's. Ja, deswegen solltet ihr gucken, dass ihr pro Tag, und jetzt sind wir wieder beim nächsten Knackpunkt, so 300 bis 500 Kalorien, also in meinem Fall, an Kohlenhydraten zu euch nehmt. Das ist dann wirklich wenig. Das heißt, das ist auch echt zu schaffen. Da kann man innerhalb von 3 bis 4 Stunden, wenn man weiß wie, das setzt jetzt allerdings wieder voraus, dass ihr nicht mehr wisst, als nur wie der Genießbarkeitstest funktioniert. Aber wenn man da ungefähr weiß, wo es was Essbares zu finden gibt, dass man also sprich Samen und Wurzeln essen sollte und weniger Blätter, wenn man das zum Beispiel schon mal weiß und ein paar Samen und Wurzeln kennt, die essbar sind, dann kriegt man auch seine 300, 400, 500 Kalorien durch mehrheitlich Kohlenhydrate am Tag auch relativ gut zusammen. Am besten ist das, das macht man morgens, dann hat man über den Tag einen gewissen Blutzuckerspiegel da. Gerade wenn man schon eine Zeit lang so lebt, aber auf diesem Low-Calorie-Level sozusagen, dann gewöhnt sich der Körper auch dran, dass er mit seinem Blutzuckerspiegel quasi über den ganzen Tag durchhalten muss. Und vielleicht kann man sich dann ja im Laufe des Tages noch irgendeine Kleinigkeit für Abend sammeln. Das ist dann wichtig, wenn es kalt ist, damit man dann vorm ins Bett ging, hat nochmal quasi was hat, was nochmal richtig Wärme erzeugt, nochmal das Feuer, in dem die Fette verbrennen, nochmal richtig schön anfacht und man dann, sofern man einen Schlafsack hat oder irgendwas anderes, was einen warm hält, einen Laubhaufen von mir aus auch, diesen dann gut anheizen kann mit der eigenen Körperwärme. Dafür ist es halt wichtig, dass man dann nochmal vorher was gegessen hat. Also wenn man dann, sagen wir mal, 600 Kalorien morgens, 350, abends 250, sowas in der Richtung mindestens noch irgendwie auftreiben kann, damit kommt man dann wirklich gut über die Runden mit dem Körper ein. Fettvorrat. Die genauen biochemischen Prozesse, weshalb man unbedingt Kohlenhydrate braucht, um vom Fettvorrat leben zu können, oder halt eben Proteine, wenn Kohlenhydrate nicht verfügbar sind, was halt doof ist, weil eben die dann fehlen, erspare ich euch. Das kann ich zwar, wenn ich nochmal nachlese, auch ganz gut erklären, aber ich bin ja kein Ernährungswissenschaftler und ich möchte da dem Ernährungswissenschaftler im Waldkanal, der vielleicht bald gegründet wird, nicht ins Handwerk fuschen. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit denen man eine Zeit lang überleben kann, ohne großartig viel Nahrung. Also in einem Szenario, wo man davon ausgeht, dass man gerettet wird und nicht seine Zeit damit verbringen muss, alle Kalorien, die man quasi braucht, sich aus der Natur zuzufügen und anfangen muss, dafür zu sorgen, dass man tatsächlich 3000 Kalorien am Tag oder 4000 Kalorien am Tag, je nachdem, was man an dem Tag an Arbeit macht, aus der Natur sammeln zu müssen. Denn dann kann man nicht mehr viel anderes tun, dann ist man den ganzen Tag mit Nahrung, Beschaffung beschäftigt. Zumindest, wenn wir jetzt mal von Deutschland ausgehen, das aus irgendwelchen Gründen plötzlich keine Zivilisation mehr enthält. Denkt euch irgendeinen Quatsch aus, von mir aus auch die Zombies. Aber dann müsste man zumindest bis zum Herbst, hätte man da so große Schwierigkeiten, würde dann wahrscheinlich seinen Fettvorrat bis zum Herbst aufbrauchen und könnte dann im Herbst anhand der tollen ganzen Nüsschen im Wald, Bucheckern, Maroni ist natürlich das ultimative Ultrafutter, aber dazu kommt noch ein Video, und Eicheln, schwierig, aber auch nahrhaft, wenn man sie dann entsprechend mal zubereitet bekommt. Aber damit kann man sich dann einen Winterspeck anfressen, also weil es da dann wirklich so viel von gibt, dass man da locker 5.000, 6.000 Kalorien am Tag zu sich nehmen kann, wenn man das dann verkraftet vom Magen her. Das ist natürlich doch mehr die andere Frage. Oder man legt sich natürlich Vorräte für den Winter an. Aber dann würde man ganz gut durch den Winter durchkommen, also in so einem Szenario. Aber eben bis zum Winter müsste man halt eben dann schauen, dass man entweder unglaublich gut darin ist, Essen zu finden, den ganzen Tag damit verbringt, damit man quasi gar nicht erst großartig abnimmt, oder man guckt halt, man weiß, es ist nicht mehr so lange hin bis zum Herbst und mir reichen die 30 Tage, die ich von meinem Körperfettvorrat noch zehren kann, und ich nutze meine Zeit lieber und baue mir ein riesengroßes, tolles Lager zusammen, und dafür gehe ich nur einmal morgens 2 Stündchen irgendwelches Zeug sammeln, damit ich meine 300, 400, 500 Kohlenhydratkalorien zusammenkriege, und den Rest der Zeit baue ich eben Hütte oder was. Für den Winter braucht man ja auch. Macht wahrscheinlich sogar mehr Sinn.
Hängt natürlich auch immer ganz davon ab, wo man ist. Wenn man in den Tropen ist, braucht man zum Beispiel, da reicht ein Dach, dann braucht man jetzt keine großartige Hütte. Wenn man dann angefangen hat, sich gegen die ganzen Stechviecher und so weiter und so fort zu immunisieren, weil einen schon so viele gestochen haben, dass einem das inzwischen egal ist. Ihr seht, der Szenarien gibt es mannigfaltig viele. Möglichkeit B, wenn man eben nicht diese Aktivvariante leben will und davon ausgeht, dass man in einem Szenario ist, in dem man irgendwann gerettet wird, dann kann man sich auch neben den Bach legen. Was eigentlich ein beschissener Lagerplatz ist, weil da irgendwann dann doch mal eine höhere Welle kommt und einen wegwischt. Aber im Prinzip kann man sich auch neben den Bach legen, hat was zu trinken und kann dann einfach entsprechend nur noch warten darauf, dass man gerettet wird und verbraucht halt seine Muskulatur und seinen Fettvorrat. Dann wäre vielleicht abschließend noch mal ganz kurz zu erwähnen, wer hat denn jetzt nun die größten Überlebenschancen? Der supersportliche Ultraathlet, das ultimative Muskelpaket, also so ein junger Arnold Schwarzenegger, sowas in der Richtung, oder das sehr dicke Dickerchen, also so ein richtig dickes Dickerchen, das vom Fettgehalt her so richtig lange durchhalten würde. Also, der durchtrainierte Marathonläufer, der ist am beschissensten dran, weil der hat eine ausgeprägte Muskulatur, die ganz viel Kohlenhydrate verbraucht, weil er sie extra auf dieses Level getrimmt hat. Dem gehen seine Kohlenhydrate ruckzuck aus und der wird massiv Schwierigkeiten haben, da das Level, das er quasi davon braucht, an Nachschub rechtzeitig zu finden. Er hat nicht großartig viel Fett, von dem er lange irgendwie zehren kann. Also so ein Spargel, also marathonlaufender Spargeltarzan, das ist eine Figur, die für jemanden, der in einem Survival-Szenario überleben will, relativ kacke. Mit einer Ausnahme, der ist wahrscheinlich so extrem fit, dass er erstmal 100 Kilometer aus der Wildnis rausrennt und allen Gefahren davon und über die Alpen und zurück nach Hause und isst dann da einen kleinen Salat mit Joghurt-Dressing. Ja, beneidisch. Deswegen diese bösen Worte. Dann das Muskelmännchen, also so ein richtig krasser Bodybuilder. Gut, der hat auch nicht viel Fett, aber der kann so viel Muskelmasse erstmal abbauen, dass er auch eine ganze Weile klarkommen wird. Und der hat mit seinem Blutzuckerspiegel in dem Sinne nicht so das Problem, weil er ja durch das ganze Eiweiß, das er hat, das bisschen Fett, was er noch hat, dann gut verbrauchen kann. Und man kann auch nur von der Muskulatur leben, wenn man überhaupt kein Fett mehr hat. Sprich, der wird wahrscheinlich nicht so, der wird zwar schon schnell feststellen, dass er weniger stark ist, als er gewöhnt ist, aber dann ist er immer noch nur deutlich stärker als ein Otto-Normalverbraucher und irgendwann ist er dann halt nur noch so stark wie ein Otto-Normalverbraucher und erst dann fängt er an, schwächer als ein Otto-Normalverbraucher zu sein und dann kommt er immer noch einigermaßen klar. Also wahrscheinlich gar nicht so blöde, so ein Szenario. Das Dickerchen hat jetzt den Vorteil, dass es zwar unendlich viel Fettreserven hat für 120 Tage oder irgendwie sonst was, gerade wenn es sich nicht viel bewegt, aber das hat den großen Nachteil, dass es eigentlich darauf angewiesen ist, irgendwie an Kohlenhydrate oder Eiweiß dran zu kommen, also extern zuzuführen, weil es als Dickerchen vermutlich viel zu wenig Muskulatur haben wird, zu wenig Eiweiß, um seine riesigen Speckvorräte überhaupt umsetzen zu können. Weil das geht halt eben nicht, wenn man nicht Kohlenhydrate oder Eiweiß hat, um das Fett überhaupt zu verbrennen. Das wird das Problem beim Dickerchen sein. So könnte es also sein, dass beim Dickerchen die Organe versagen, bevor das Dickerchen gänzlich abgemagert ist. Tut mir leid, dass ich so oft Dickerchen sage. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Hingegen eben optimal wäre so ein Szenario, wenn man ein ziemlich fittes, sportliches, kräftiges, dickes Männchen ist, das nur deshalb dick ist, weil es halt wahnsinnig gerne isst, aber trotzdem enorm viel Sport treibt und so gerne isst, dass es mehr isst, als es durch Sport verbrauchen kann. Also ein super sportlicher Mensch mit einer ordentlichen Kugel vorne dran. Das wäre so die ideale Kombination, wenn es darum geht, möglichst lange in der Natur überleben zu müssen und möglichst viel Energiereserven dafür quasi eingebaut zu haben. Ja. Ich glaube, das ist ein würdiges Schlusswort. Seht zu, dass ihr ein sportliches Dickerchen werdet. Dann seid ihr bestens für jede Survival-Situation vorbereitet. Und jetzt wird es langsam dunkel. Also in diesem Sinne wieder viel gelabert, aber das seid ihr ja gewöhnt. Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und für diejenigen, die meine anderen Videos, die diesen Tag hochgeladen werden, nicht gucken, morgen gibt's deshalb keine, weil wir auf Tour sind. Gibt es dann entsprechend hoffentlich nächste Woche dann großen Tourbericht.
Macht's gut.